Also herzlich willkommen zu unserem Thema, das Kopftuch der Frau. Wir wollen uns also gemeinsam jetzt mit diesem besonderen Thema ein bisschen beschäftigen, denn ganz oft hören wir darüber, über dieses Kopftuch, das in der Bibel ja erwähnt wird, dass da die Frauen tragen sollen. Bei Paulus, also 1. Korinther, schreibt er das ja. Was hat es damit eigentlich auf sich, das Kopftuch der Frau? Also ganz vielen Gemeinden kennen wir, dass Frauen sich bedecken, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Aus früheren Zeiten kennen wir das auch. Wie ist das eigentlich? Also war das immer so? Soll das so sein? Ist es recht, dass die Frauen heute mit freiem Haupt in den Gottesdienst kommen oder sollen sie sich da auch bedecken? Das ist ja ein relativ brisantes Thema. Wir wollen mal gucken, wo das eigentlich herkommt und was es eigentlich bedeutet nach der Bibel. Nun, dazu wollen wir gemeinsam den ersten Text aufschlagen, den ersten Bibeltext, den wir finden im 1. Korinther in Kapitel 11. Denn genau dort wird es beschrieben, 1. Korinther 11, und wir lesen die Verse 3 bis 5. Paulus sagt: Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Nun, das ist dieser ominöse Text, um den es immer geht. Das heißt, okay, wir sehen hier deutlich, dass Paulus sagt, dass die Männer ihr Haupt nicht bedecken dürfen, die Frauen aber ihr Haupt bedecken müssen. Nun, wie ist das? Also, was sagt Paulus da? Nun, zunächst mal beginnt Paulus hier und bildet so eine Hierarchie. Also, er spricht hier von Gott, dem Vater, von Christus, dem Mann und der Frau. Und er sagt so, wie Christus Gott gegenüber gehorsam ist, so soll der Mann Christus gegenüber gehorsam sein und die Frau dem Mann gegenüber. Also so beginnt da dieses 11. Kapitel hier im Korinther. Also eine Hierarchie wird aufgebaut und dann sagt er, die Frau, wenn sie betet oder weissagt, soll etwas auf dem Haupt haben, sonst schändet sie ihr Haupt. Auf der anderen Seite heißt es, der Mann darf nichts auf dem Haupt haben, wenn er betet oder weissagt, denn er würde sein Haupt schänden. Jetzt, was ist damit eigentlich gemeint? Also die Frau schändet ihr Haupt, wenn sie nichts auf dem Haupt hat. Was ist das Haupt der Frau nach Paulus hier? Und das Haupt der Frau ist ihr Mann. Wenn sie also betet oder weissagt und dabei nichts auf dem Haupt trägt, entehrt sie ihren Mann. Nun, von dem Mann wird gesagt, wenn er betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt trägt, entehrt er sein Haupt. Das Haupt des Mannes aber ist Christus. Er würde Christus entehren. Und das ist interessant, dass Paulus das hier schreibt im 1. Korinther. Denn Paulus, wir müssen uns vorstellen, Paulus war ein Pharisäer. Also als er Saulus von Tarsus war. Er kannte also das ganze Alte Testament auswendig, mussten die Pharisäer ja können. Und er war natürlich auch im Tempel und ihm waren die Priesterdienste bekannt. Und er wusste auch über die Kleidung der Priester. Jetzt ist es interessant, wenn wir uns die Kleidung der Priester einmal ansehen. Nun, dazu wollen wir in den 2. Mose, das 28. Kapitel, gehen und dort Vers 4 lesen. Hier spricht es über die Kleider von Aaron und seinen Söhnen, also dem damaligen Hohepriester. Und hier finden wir das Bemerkenswertes. Es heißt, das sind aber die Kleider, die sie anfertigen sollen. Ein Brustschild und ein Ephod. Ein Oberkleid und ein Leibrock aus gemustertem Stoff. Einen Kopfbund und einen Gürtel. So sollen sie deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen heilige Kleider machen, damit er mir als Priester diene. Nun, hier wird beschrieben von den Kleidern oder von der Kleiderordnung der Priester. Und nun, hier wird unter anderem, also dieser Ephod und der Gürtel und ein Leibrock, aber hier wird auch ein Kopfbund erwähnt. Das heißt also, Aaron, der Hohepriester, und auch seine Söhne, also die Priester, sollten so einen Kopfbund tragen. Nun, Paulus sagte eben gerade noch, wenn der Mann betet oder weissagt, dabei etwas auf dem Haupt trägt, entehrt er sein Haupt. Und sein Haupt ist Christus. Also waren die Priester dazu da, um Christus zu entehren? Oder waren sie dazu da, um Christus zu versinnbildlichen? Nun, es war deutlich, der Priester sollte ein Symbol für Christus sein. Vor allem der Hohepriester. Und warum sollten sie dann etwas auf dem Haupte tragen, wenn doch bei dem bedeckten Haupt ihr Haupt entehrt wird? Also sie Christus entehren, wenn sie ihr Haupt bedecken. Warum sollte das so sein?
Nun, Paulus wusste das natürlich. Paulus kannte den Priesterdienst, er kannte den Tempel und er kannte mit Sicherheit auch den einen oder anderen Priester dort und er wusste, wie sie gekleidet sind. Und er kannte mit Sicherheit auch den Kopfbund dieser Priester. Nun, warum schreibt dann Paulus im 1. Korinther 11, dass der Mann sein Haupt nicht bedecken darf, die Frau aber ihr Haupt bedecken soll, muss? Nun, dazu gehen wir mal zurück in den 1. Korinther und schauen mal, was Paulus denn da genau meint. Dazu gehen wir in 1. Korinther 11 und lesen die Verse 12 bis 15. 1. Korinther 11, 12 bis 15. Hier heißt es, denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Nun, wenn man diesen Text liest, jetzt könnte man meinen, das wird hier eigentlich beschrieben. Nun, es heißt hier, es ist eine Unehre für einen Mann, langes Haar zu tragen, während es eine Ehre für die Frau ist, langes Haar zu tragen. Denn das lange Haar, sagt Paulus, ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Nun ist es so, dass es eine Unehre ist, für den Mann langes Haar zu tragen. Also wenn wir uns zum Beispiel im 4. Mose anschauen, das Gesetz, 4. Mose 6, das Gesetz über die Nazireer. Die Nazireer, wenn sie ein besonderes Gelübde hatten vor Christus oder vor Gott, mussten sie ihr Haar wachsen lassen. Wir kennen es zum Beispiel auch von Simson, der auch sein Haar wachsen ließ. Er hat auch dieses Nazireer-Gelübde und sein Haar wuchs als Zeichen dafür, dass er einen besonderen Eid geleistet hat, dass er mit Christus verbunden war. Nun, aber dennoch sagt Paulus hier was Interessantes. Er führt uns zurück in die Schöpfungsordnung und sagt, lehrt euch nicht schon die Natur. Lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für eine Frau eine Unehre ist, kurzes Haar zu tragen. Sie soll langes Haar tragen. Nun, Paulus sagt hier nicht, dass es darum geht, das Haar lang oder kurz zu haben. Denn wenn ich nichts auf dem Haupt haben sollte als Mann, müsste ich mir das Haar abscheren lassen, wenn ich bete oder weissage. Die Frau hingegen soll langes Haar tragen. Nun, es geht hier nicht darum, um das Haar an sich, diese Kopfbedeckung, von der er hier spricht. Aber er macht einen Vergleich. Er sagt, schaut mal in die Natur, seht ihr nicht schon in der Natur, lehrt euch nicht schon die Natur, dass eine Frau längeres Haar hat als ein Mann? Dass das von Gott so gemacht ist? Nun, Gott hat es scheinbar schon seit der Schöpfung so eingerichtet, dass das Haar der Frau anders ist als das Haar des Mannes. Aber meint Paulus jetzt, dass wir einfach Haare auf dem Haupt haben sollen, dass die Frau einfach langes Haar tragen soll und der Mann kein Haar auf dem Haupt? Das meint er nicht. Was soll der Mann oder die Frau eigentlich auf dem Haupte haben? Nun, dazu lesen wir noch einmal Vers 10, 1. Korinther 11, Vers 10. Hier heißt es, darum soll die Frau, und jetzt wird eingefügt, ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Also der Text hier sagt, im Ursprünglichen, darum soll die Frau Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Später eingefügt, ein Zeichen der. Das steht da nicht im Text, wird aber eingefügt, um es besser zu verstehen. Nun, ist diese Einfügung eigentlich sinnvoll? Nun, was meint es denn? Also wenn wir uns fragen, was soll die Frau auf dem Haupte haben, dann müssen wir uns fragen, soll die Frau ein Tuch tragen? Oder das lange Haar? Oder ein Helm, oder eine Mütze, ein Hut, eine Kappe. Was soll die Frau eigentlich auf dem Haupte tragen? Nun, Paulus sagt, die Frau soll Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Nun, Macht auf dem Haupt, was meint denn das? Sie soll Macht auf dem Haupt haben. Nun, Macht meint Autorität. Die Frau soll eine Autorität auf dem Haupt haben. Eine Autorität. Und genau das hatten wir auch vorher gelesen, nicht wahr? Gott, der Vater, ist das Haupt von Christus. Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Also genau das beschreibt Paulus hier auch. Das, was die Frau auf dem Haupt haben soll, ist nicht ein Kopftuch. Ist auch nicht ein Hut oder eine Mütze oder das Haar oder wie auch immer. Es geht hier darum, eine Autorität auf dem Haupt zu haben. Alles andere wäre auch sehr sonderbar. Denn in der ganzen Bibel finden wir keine vergleichbare Stelle, die davon schreibt, dass die Frau sich irgendwie ein Tuch umwickeln muss oder eine Mütze oder so etwas tragen soll.
Das wäre also von Paulus etwas Neues, das wir weder im Alten Testament finden, noch sonst irgendwo im Neuen Testament. Also Paulus meint hier mit Sicherheit nicht das Kopftuch, ganz im Gegenteil. Er schreibt hier, sie soll eine Autorität auf dem Haupt haben. Also sie soll sich irgendwo unterordnen. Und das hat er ja vorher auch beschrieben, nicht wahr? Dem Mann unterordnen. Und das lesen wir nicht nur im 1. Korinther. Das lesen wir in sämtlichen Büchern, im Neuen wie im Alten Testament, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Es geht also um eine Macht, eine Autorität auf dem Haupt. Nicht darum, den Kopf irgendwie zu verhüllen oder etwas drüber zu kleiden. Es geht darum, eine Autorität auf dem Haupt haben. Was die Frau auf dem Haupt haben soll, ist eine Macht oder eine Autorität, je nach Übersetzung. In sämtlichen Briefen finden wir das. Also sogar Petrus spricht davon. Paulus schreibt das Gleiche an Timotheus. In Kolosser lesen wir das. Im Alten Testament überall. Also ist einfach diese Hierarchie, diese Rangordnung. Aber was meint das? Nun, um das zu verstehen, müssen wir uns einmal anschauen, woher die Ehe eigentlich kommt. Also die Verbindung zwischen Mann und Frau, diese heilige Verbindung, die die Bibel ja schon Ehe nennt und die wir auch heute immer noch kennen. Also woher kommt das eigentlich? Warum hat Gott das gemacht, diese Ehe? Und warum setzt er so eine Reihenfolge fest? Dazu gehen wir mal zurück an den Anfang der Bibel und schauen, wo die Ehe eingesetzt wurde. Finden wir also im 1. Mose im 2. Kapitel und dort lesen wir Vers 18. Es heißt hier, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Nun, dieses Wort hier, Gehilfin, das ist hier stellvertretend für die Frau. Und es macht es ein bisschen besonders. Denn man könnte jetzt meinen, wenn man das liest, naja gut, da war Adam und dann war da irgendwie diese Gehilfin. Also etwas, was vom Rang doch deutlich niedriger ist. Sie war eine Gehilfin. Jetzt sehen wir das manchmal so, aber das steht da eigentlich gar nicht. Denn was da steht, ist, sie möchte ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht zum einen. Und zum anderen ist dieses Wort Gehilfin ganz besonders. Denn das Wort, das die Bibel hier verwendet, ist hebräisch und es heißt Esa. Ich möchte ihm eine Esa machen, die ihm entspricht. Nun, das Wort Esa bedeutet so viel wie Hilfe. Aber in über 90% der Fälle in der ganzen Bibel wird Esa immer auf Gott angewendet. Gott ist meine Hilfe. Gott ist dem Menschen Hilfe. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Immer wenn wir dieses Hilfe, diese göttliche Hilfe sehen, dann steht da Esa. Und kurioserweise ist das hier auf die Frau angewendet. Also hier wird plötzlich ein Wesen, ein geschaffenes Wesen, Esa genannt. Und das ist schon gewaltig. Also ein geschaffenes Wesen, göttliche Hilfe zu nennen. Also die Frau bekommt hier einen riesigen Titel. Sie ist eine Gehilfin, sie ist eine Esa, eine göttliche Hilfe. Nun, in diesem Text finden wir noch andere Dinge. Außerdem, dass die Frau hier einen riesigen Namen bekommt, sowas wie die göttliche Hilfe, steht hier auch, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Nun, Adam war ja perfekt gemacht, aber trotzdem fehlte irgendwas. Es ist nicht gut, dass er allein ist. Nun, Gott möchte etwas machen, was ihm entspricht. Und er schafft Eva, diese göttliche Hilfe, diese Esa. Eva wird gemacht und genau wie Adam, sie entspricht ihm, sie ist Mensch genau wie er, sogar aus ihm entstanden. Jetzt, warum hat Gott das gemacht? Also, Adam war perfekt, aber doch erkennt Gott, dass ihm etwas fehlt. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Er macht also noch ein Geschöpf, die Eva, und die beiden zusammen sind scheinbar perfekt. Ja, Männer und Frauen sind sehr, sehr unterschiedlich. Abgesehen von den äußeren Merkmalen, finden wir doch auch innen drin was sehr Interessantes. Gott hat Mann und Frau unterschiedlich gemacht. Das Gehirn von Männern und Frauen ist völlig unterschiedlich. Nun, das Gehirn von Männern beispielsweise ist verhältnismäßig groß. Das Gehirn von Frauen ist etwas kleiner. Dafür ist das Gehirn von Frauen sehr stark vernetzt, die linke mit der rechten Gehirnhälfte. Bei Männern ist es nicht so stark, die Vernetzung. Das gucken wir uns mal kurz an. Warum war das spannend, das zu sehen? Nun, es gab damals, das war so um 1905, rum 1910, so in der frühen Zeit auch des Automobilbaus, da gab es damals den Großindustriellen Henry Ford. Der hat damals die Henry Ford Motor Company gegründet. Und er baute Autos. Damals war es die Tin Lizzy, die kennt man vielleicht, dieses berühmte Ford Model T. Und das war in Detroit. Und in Detroit hat er jede Menge Arbeiter rekrutiert, um der Produktion sozusagen nachzukommen oder der Bestellung nachzukommen mit der Produktion. Nun, die Nachfrage nach diesen Autos war riesig. Damals war dieses Auto günstiger zu kaufen als Kutsche und Pferd.
Und so hat er es gab viele Bestellungen, er hat angefangen, das zu bauen und er merkte, die Bestellungen sind einfach viel mehr, als er produzieren kann. Also was macht man natürlich als Geschäftsmann, als Industrieller? Er heuert Arbeiter an. Er hat also Ausschreibungen gemacht, hat viele Männer aus Detroit angeheuert und die haben alle in der Ford Motor Company gearbeitet. Und die haben diese Autos gebaut, das Ford Model T. Und er merkte, es sind immer noch zu wenig und er heuerte noch mehr Arbeiter an. Und irgendwann waren wirklich so ziemlich alle Arbeiter, die in Detroit irgendwo gearbeitet haben, die waren irgendwann beschäftigt in der Henry Ford Motor Company und haben dort Autos gebaut. Nun, diese Autos mussten schnell produziert werden und Henry Ford kam immer noch nicht nach. Man konnte zu dieser Zeit dieses Ford Model T nur in Schwarz bestellen. Die einzige Farbe war Schwarz, in der diese Fahrzeuge ausgeliefert worden sind. Das lag nicht daran, dass Henry Ford so eine Affinität zu Schwarz hatte, sondern es lag daran, dass die schwarze Farbe wenige Sekunden schneller trocknete als die anderen Farben. Und um schnell zu produzieren, haben sie alle schwarz angesprüht und rausgeschickt. Nun merkte Henry Ford aber immer noch, dass die Produktion viel zu langsam ist für das, was er gerne leisten möchte. Und er wollte Arbeiter anheuern, aber es gab keine mehr. Und damals kam man auf die Idee, etwas Besonderes zu machen. Man hat Frauen rekrutiert. Das war sehr, sehr ungewöhnlich, denn Frauen in der Metallindustrie, das war nicht üblich, sowas zu machen. Nun, Frauen haben eine dünnere Haut, sie verletzen sich leichter und sie brauchen besondere Pflegemittel sozusagen. Und das war alles so ein bisschen schwierig. Sie haben nicht die Körperkraft eines Mannes, um diese schweren Arbeiten zu machen. Aber Henry Ford hatte was Geniales gemacht damals. Er hatte nämlich im Zuge dieser Mehrproduktion, hatte er damals Fließbänder eingeführt. Die hatte er immer entdeckt in so einem Schlachthaus, wie sie da so Schweinehälften über Haken transportiert hatten und hatte überlegt, wie kann ich denn das übertragen auf meine Automobilindustrie und hat angefangen, Fließbänder zu bauen, an denen nun die Männer arbeiten konnten und das beschleunigte die Produktion doch extrem. Aber dennoch hat das nicht geschafft, selbst mit allen Arbeitern der Bestellung hinterherzukommen, die Nachfrage zu erfüllen. Und so heuerte er jetzt Frauen an. Und er merkte, die Frauen, die natürlich haben wir sie bisher nicht rekrutieren können, weil die Arbeit viel zu schwer war, aber jetzt leisten ihr die Fließbänder die schwere körperliche Arbeit. Also müssten doch Frauen in der Lage sein, das auch zu können. Und obwohl es viele Gegenstimmen gab, hat er sich durchgesetzt, hat Ausschreibungen gemacht und hat damals die Frauen von Detroit angeheuert, die möchten in der Metallindustrie zu arbeiten, sich bei ihm zu melden. Nun, viele Frauen meldeten sich damals und sie kamen in die Henry Ford Motor Company und fingen an, in den Fließbändern zu arbeiten. Und es war fantastisch, was man gesehen hat. Die Produktion lief wieder an und man prüfte die Fließbänder und man sah, die Fließbänder der Männer, die Arbeit, wie sie schon immer war. Und man sah das Fließband der Frauen. Und man stellte fest, dass das Fließband der Frauen deutlich schneller arbeitete als die Fließbänder der Männer. Und das war etwas sonderbar. Man beobachtete die Arbeit und stellte fest, dass die Männer ihre Arbeit machen. Sie bekommen ihre Teile, bauen sie ein, prüfen die Sachen, schicken sie weiter, unterhalten sich zwischendurch mit dem einen oder dem anderen. Das nächste Chassis kommt, irgendwas wird eingebaut, ein Fließband, es geht weiter. Das war so der normale Ablauf, den sozusagen die Männer hatten. Jetzt merkte man, dass das Fließband der Frauen aber schneller arbeitete als die Fließbänder der Männer. Und man stellte fest, es lag daran, dass die Frauen sozusagen nicht diese Pausen brauchten, die die Männer gemacht haben, während sie Gespräche geführt haben. Frauen haben viele Dinge gleichzeitig gemacht. Also haben gesprochen, während sie die Dinge eingebaut haben, haben Teile geprüft, während sie noch mit anderen Sachen beschäftigt waren. Also haben viele Dinge parallel gemacht, wo der Mann sozusagen immer eine Arbeit nach der anderen erledigt hatte. Und damals gab es eine große Studie. Und man fand raus, dass Frauen für bestimmte Arbeiten viel besser geeignet sind. Also alles, was zum Beispiel so im Bereich so Management, viel Management gleichzeitig zu machen, waren Frauen irgendwie geeignet dafür. Sie können gleichzeitig mehrere Dinge tun, während Männer sozusagen eine Sache erst zu Ende machen wollen und dann die nächste. Es ist so im groben Bild sieht das so aus. Es gibt so eine Schnittmenge, aber im groben Bild sieht das ungefähr so aus. Und so sind auch zum Beispiel wiederkehrende Arbeiten sind für Frauen leichter zu machen als für Männer. Fällt zum Beispiel auch so Hausarbeit rein. Hausarbeit können beide machen, sollen auch beide machen, sowohl Frauen als auch Männer. Aber vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen, dass Frauen das meistens besser machen. Also zum Beispiel, ein Mann bügelt das Hemd. Wenn ein Mann das Hemd bügelt, dann ist sein Fokus auf dem Hemd und er bügelt dieses Hemd. Wenn jetzt irgendeine Ablenkung kommt, dann passiert das manchmal, dass ein Brandfleck ins Hemd hineinkommt. Bei Frauen ist es so, bei den meisten, sie bügeln, kochen nebenbei was zu essen, telefonieren mit ihrer Freundin und passen auf 4 Kinder auf. Und es funktioniert. Es ist für Männer fast schier unmöglich, sich das anzugucken. Aber das Gehirn von Frauen arbeitet anders. Warum? Nun, Frauen haben ihr Gehirn, also das Gehirn von Frauen ist anders aufgebaut. Nun, Männer haben ein verhältnismäßig großes Gehirn.
Und jede Gehirnhälfte ist sehr stark in sich vernetzt. Also die Neuronenverbindungen zwischen Männern und Frauen sind ungefähr gleich viel. Nur bei einem Mann ist jede Gehirnhälfte in sich sehr stark vernetzt. Die linke ist stark vernetzt, die rechte ist stark vernetzt. Bei Frauen allerdings, Hirn ist ein bisschen kleiner, aber diese beiden Gehirnhälften haben, glaube ich, 4 oder 8 mal so viele Neuronenverbindungen von einer Seite zur anderen. Also die sind ganz stark vernetzt, die Gehirnhälften. Das heißt, Frauen denken anders oder können mehr Dinge gleichzeitig machen. Männer zum Beispiel lieben es, sich tiefe Gedanken zu machen, mögen es, Dinge lange durchzuplanen, ferne Ziele sich zu stecken und zu überlegen, wie geht es dahin, diese strategische Ausrichtung. Wenn sie aber abgelenkt werden, fallen die Sachen oft runter und sie kriegen das nicht bewerkstelligt. Bei Frauen ist es so, die können mehrere Gedanken gleichzeitig fassen oder gleichzeitig sozusagen in der Waage halten und machen sich darüber Gedanken und darüber. Ist auch alles miteinander vernetzt. Das hat Vorteile, hat auch Nachteile. Beide zusammen sind ein super Team. Deswegen wollte Gott sozusagen beides zusammenführen. Den Mann und die Frau. Er hätte Adam ja auch so ein Gehirn geben können, wie der Eva. Das hat er aber bewusst nicht gemacht. Er hat Adam ein Gehirn gegeben, das anders arbeitet als das Gehirn von Eva. Nun, warum hat er das gemacht? Diese beiden zusammen, das ist gewaltig. Das Gehirn einer Frau gepaart mit dem Gehirn eines Mannes ist schon was Starkes. Der Mann macht weite Pläne, setzt weite Ziele und sagt, da geht es hin. Manchmal erreichen die Männer diese großen Ziele nicht, weil sie das Leben um sich herum nicht gemanagt kriegen. Mit einer Frau an der Seite gehen sie beide zusammen den Weg und erreichen diese Ziele. Und die arbeiten drumherum, das, was anliegt, das Tägliche, sozusagen, das wird oft, die Frau ist da viel aufmerksamer drauf und kann sagen, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden und arbeitet auch viele Dinge viel schneller ab als der Mann, der die Dinge zwar auch macht, aber immer noch versucht, dieses Ziel zu verfolgen. Beide zusammen können große Pläne umsetzen. Und Gott wusste das. Und er hat bewusst die Menschen anders gemacht. Er hätte den Männern und Frauen das gleiche Gehirn geben können, aber er hat es nicht gemacht. Das ist ein Wunder, wenn wir das heute sehen, warum die so unterschiedlich sind. Aber Gott wusste das von Anfang an. Wir lesen mal weiter in der Bibel. Im 1. Mose 2, Vers 19 und 20, also weiter in unserem Text, da lesen wir, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Nun, was Gott hier gemacht hat, Gott wusste von Anfang an, dass dem Menschen etwas fehlt. Aber er hat die Frau nicht gleich gemacht, sondern Gott hat den Menschen erstmal gemacht und hat jetzt gesagt, gib dem Tier einen Namen, also du hast eine Arbeit, der Mann geht jetzt also in die Arbeit. Und jetzt fängt der Mann an, also die Tiere zu benennen. Die Tiere, die ja geschaffen waren, sozusagen schon vor ihm, fängt er jetzt an, sich anzugucken. Jetzt sieht er die beiden Pferde. Sie kommen in ein Paar. Er benennt sie. Sieht er vielleicht die zwei Löwen als Paar. Die beiden Stegosaurier als Paar. Die beiden Flamingos als Paar. Und irgendwann guckt er sich um und merkt, irgendwie, alles scheint hier irgendwie in Paaren zu sein. Aber mein Gegenüber fehlt mir. Also nichts von dem entspricht mir. Also weder der Flamingo, noch der Schimpanse, noch der Brontosaurus. Also irgendwie, das passt nicht zu mir. Adam guckt sich also um und er fängt jetzt an, sein Gegenüber zu vermissen. Also irgendwas in ihm zeigt ihm, da fehlt mir etwas. Adam war perfekt gemacht, aber etwas fehlt ihm. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott ihm zeigen wollte. Adam hat nun Sehnsucht nach einem Gegenüber und ich glaube, darin merkt er jetzt, wie es Gott ging. Darin versteht er die Liebe Gottes zu ihm. Wir lesen mal noch ein paar Verse weiter, von 21 bis 23. Da heißt es dann, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Nun, Gott schafft jetzt also die Eva aus Adam. Also sie soll ihm genau entsprechen. So genauso ein Mensch sein, genauso wertvoll, alles genau wie Adam. Die Frau wird aus ihm heraus geschaffen. Aber erst nachdem Adam merkt, ihm fehlt etwas. Jetzt daran konnte Adam was sehen. Jetzt hatte er endlich ein Gegenüber. Und das half ihm zu verstehen, die Liebe von Gott zu ihm. Denn auch Gott sehnte sich ja nach einem Gegenüber und er schuf den Menschen in seinem Ebenbilde. Also da war wirklich Liebe. Er sehnte sich nach diesem Menschen, deswegen hat er ihn gemacht.
Jetzt Adam sehnte sich auch nach seinem Gegenüber und Gott macht jetzt aus ihm heraus die Eva. Und in dieser Beziehung, in dieser Liebe zu seiner Frau, kann Adam die Liebe Gottes zu sich selbst verstehen. Es war ein Segen, dass Gott es so gemacht hat. Mann und Frau sind unterschiedlich, sie ergänzen sich, sie sind ein Segen füreinander. Die Ehe war also von Anfang an von Gott geplant und sie wurde so eingeführt, dass der Mensch darin Christus sehen kann. Also die Liebe von Christus zu seiner Gemeinde. Im nächsten Vers, also im 1. Mose 2, Vers 24, sehen wir das Geheimnis dieser Ehe. Hier heißt es dann: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Also hier wird gesagt, der Mann verlässt Dinge, um bei seiner Frau zu sein. Also er gründet seine eigene Familie. Sie werden ein Fleisch sein. Interessanterweise erklärt Paulus diesen Vers. Und schaut mal, was Paulus dazu sagt. Wir gehen dazu in Epheser 5, 31, 32. Paulus sagt: Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Also Paulus sagt, das ist ein großes Geheimnis, diese Ehe. Ich aber deute sie auf Christus und die Gemeinde. Also er sagt, in einer Ehe können wir etwas sehen, nämlich das Sinnbild zwischen Christus und seiner Gemeinde, also der Mann und die Frau. Das heißt, wenn wir eine Ehe leben, so wie eine Ehe gelebt werden soll, sollen wir darin die Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde erkennen können. Das ist schon gewaltig, also dass das möglich ist. Nun, wenn Gott das so gemacht hat, er hat also die Ehe gegeben als Zeichen für ihn und seine Gemeinde, dann müssen wir uns fragen, was kann die Ehe noch? Also wofür ist die Ehe da? Nun, wozu dient die Ehe? Warum hat Gott uns das gegeben? Er hätte uns einfach sagen können. Aber die Ehe hat noch was Besonderes. Nun, ich habe mal vor vielen Jahren in Italien eine Vortragsreihe gehalten und da ging es unter anderem um die Ehe. Es war für Jugendliche, junge Leute und sie so konnten Fragen stellen zwischendurch. Da ich kein Italienisch gesprochen habe oder sprechen kann, hatte ich einen Übersetzer neben mir. Das war schon ein Arzt, der war schon mehrere Jahre verheiratet. Ich glaube, seit über 20 Jahren war er damals schon verheiratet. Und er übersetzte mich immer. Und ich sprach, er übersetzte und irgendwann meldete sich ein Jugendlicher und fragte, wozu dient die Ehe eigentlich? Warum hat Gott die gemacht? Nun, ich versuchte jetzt zu erklären und ich sagte also, die Ehe ist, dass zwei Leute sind sozusagen stärker als einer. Guckte zu meinem Übersetzer. Mein Übersetzer guckte zu mir und sagte, mach weiter. Ich dachte, willst du mich nicht übersetzen? Er sagt, mach weiter. Ich habe dann erklärt, also, dass zwei Leute einander aufhelfen können, wenn einer fällt. Guckte zu meinem Übersetzer. Der Übersetzer guckte zu mir und sagt, mach weiter. Ich dachte, willst du mich nicht übersetzen? Mach weiter. Ich habe dann erzählt, wie viel stärker zwei sind als einer. Ich habe dann an Bibelstellen erwähnt, zum Beispiel, dass zwei sich wärmen, wenn sie beieinander liegen. Verschiedene Dinge habe ich so aufgezählt, was ich meine, wofür die Ehe dient. Und ich guckte immer zu meinem Übersetzer und er guckte mich immer an und sagte, mach weiter. Und irgendwann habe ich alles erzählt, was ich meine, wofür die Ehe dient. Und ich guckte zu ihm und er fragte mich, fertig? Ich sagte, ja, mehr fällt mir nicht ein. Und sagte, dann übersetze ich das kurz. Und dann übersetzte er. Und er sagte, die Ehe dient der Heiligung. Und dann habe ich kurz überlegt und gemerkt, der Mann hat recht. Alles, was ich gerade gesagt habe, war irgendwie Teil aus der Heiligung. Also ich habe Teile der Heiligung von verschiedenen Blickwinkeln beschrieben. Und er sagte, die Ehe dient der Heiligung. Und er war schon viele Jahre verheiratet und er war auch ein Gemeindeältester, kannte sich in der Bibel gut aus. Und ich habe viele Jahre darüber nachgedacht, über seinen Satz, die Ehe dient der Heiligung. Und mir wurde klar, er hat absolut recht. Dafür hat Gott die Ehe gegeben. Also zwei Menschen sollen kontinuierlich miteinander und aneinander wachsen zu Christus hin. Also die beiden sollen sich gegenseitig helfen, zu Christus zu kommen. Dabei stärken die sich gegenseitig, bringen sie auf den richtigen Weg, sind ein Segen füreinander und bauen einander auf. Die Ehe war die perfekte Lösung, nicht nur um den Menschen die Liebe Gottes zu zeigen, sondern auch um den Menschen in der Heiligung voranzubringen. Der richtige Gegenüber wird dafür sorgen, dass beide Menschen in die Heiligung, also zu Christus, geführt werden. Nun, wir wollen gemeinsam mal in 1. Mose 4 uns den ersten Vers angucken. Also wir sind jetzt nach dem Sündenfall. Der Mensch ist aus Eden gekommen, vertrieben worden und dann geht es sozusagen weiter. Wir lesen hier weiter von Adam und Eva. Und es heißt 1. Mose 4, Vers 1, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain.
Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Nun, Adam erkannte seine Frau Eva. Nun, was meint die Bibel, wenn sie das schreibt? Adam erkannte seine Frau Eva. Meint das, dass Adam damals in Eden stand oder vor Eden schon, also nach Eden, er war, und er blickte sich um und er sah irgendwo in der Ferne, das könnte die Eva sein? Das meint die Bibel bestimmt nicht. So wird auch keine Frau schwanger. Und so wird auch hoffentlich nie eine Frau schwanger werden. Adam erkannte seine Frau. Nun, das Wort erkennen in der Bibel hier wird verwendet dafür. Es zeigt, Adam kam seiner Frau Eva so nahe, wie ein Mann seiner Frau überhaupt kommen kann. Und die Bibel nennt das, Adam erkannte seine Frau Eva. Und das Resultat war, das heißt hier, sie wurde schwanger. Also in ihr passierte was, in ihr wuchs etwas. Und dann, sagt die Bibel hier in 1. Mose 4, Vers 1, sie brachte ein Kind hervor. Die Frucht des Leibes. Interessant, wie das hier beschrieben ist. Also, wenn nun die Ehe ein Symbol für Christus und die Gemeinde ist, was wird dann hier gezeigt? Adam erkannte seine Frau Eva, die zwei wurden eins. In Eva fing jetzt was an zu wachsen. Nun, auch dazu wollen wir Paulus befragen. Und hier gehen wir natürlich ins Neue Testament zurück, in 1. Korinther 6 und lesen Vers 16 und 17. Hier heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber den Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Nun spricht hier also von dem Einssein, also ein Fleisch sein. Wer einer Hure anhängt, ist ein Fleisch mit ihr. Wer aber den Herrn anhängt, ist eines Geistes mit ihm. Nun, was meint denn das? Also ich kann mit einem Menschen, also mit meiner Frau, kann ich ein Fleisch werden. Ich kann meiner Frau so nahe kommen, wie ein Mann seiner Frau kommen kann. Mit Christus kann ich nicht ein Fleisch werden, aber ich kann mit ihm eines Geistes werden. Wie mache ich das? Naja, indem ich ihm so nahe komme, wie ich ihm als Mensch kommen kann. Das ist ja das Symbol, nicht wahr, in der Ehe? Das ist ein schönes Symbol. Nun, was passiert wohl, wenn eine Frau ihrem Mann so nahe kommt, wie es möglich ist? Nun, passiert was in dem Mann oder in der Frau? In der Frau passiert etwas. In der Frau wird es hineingelegt und das fängt an zu wachsen. Nun, die Frau bringt also irgendwas hervor. Sie wird schwanger, in ihr wächst etwas und sie bringt ein Kind hervor, Frucht des Leibes. Nun, ich kann nicht ein Leib mit Christus werden, aber ich kann eines Geistes mit ihm werden, indem ich Christus so nahe komme, wie ich Christus überhaupt kommen kann. Sagt die Bibel, ich werde eines Geistes mit ihm. Nun, was passiert dann? Nun, wenn der Mensch, das ist ja die Gemeinde, oder die Gemeinde ist ein Symbol für die Frau und Christus ist der Mann. Wenn die Frau, also die Gemeinde, du und ich, Christus so nahe kommen, wie wir ihm kommen können, in wem wächst dann was? In uns oder in Christus? In uns. In uns wird ein Samen gelegt und der fängt jetzt an zu wachsen. Führt dazu, dass auch in uns irgendetwas sich entwickelt. Und was wird die Frucht davon sein? Was kommt dabei heraus? Die Frucht des Leibes? Die Frucht des Geistes kommt heraus. Und die Frucht des Geistes kennen wir. Ich war Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also in uns entwickeln sich diese guten Dinge, wenn wir eins mit Christus werden. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir eine enge Verbindung mit ihm haben, dann werden auch wir geistlich gesehen schwanger. In uns entwickelt sich die Frucht des Geistes. Und diese Frucht, wenn sie hervorkommt, erkennen wir sie als Liebe, Selbstbeherrschung, Friede, Freude und diese Dinge. Also die Ehe ist ein Symbol für Christus und die Gemeinde und sie dient der Heiligung. Wir sollen, in einer guten Ehe sollen wir genau diese Dinge erkennen können. Wir sollen den Herrn erkennen. Das ist wichtig und das lesen wir schon im Alten Testament. Hosea 6, Vers 3, schaut euch das mal an mit dem Verständnis dieses Verses. Hosea 6, Vers 3. Hosea sagt hier, so lasst uns ihn, also den Herrn, so lasst uns ihn erkennen. Ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Ist das nicht fantastisch? Er sagt, lasst uns eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Schon Adam erkannte seine Frau Eva und es wuchs diese Frucht hervor. Aber es war die Frucht des Leibes, interessanterweise war es keine.
Jetzt, was wir machen sollen, wir sollen nicht die Frucht des Leibes erstreben, sondern wir sollen die Frucht des Geistes erstreben. Also müssen wir eins werden mit Christus. Und so sagt Hosea, lasst uns eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Und wenn das passiert, wenn seine Gemeinde dem Herrn so nahe kommt, wie die Gemeinde dem Herrn nahe kommen kann, wenn die Gemeinde eines Geistes wird mit Christus, dann verheißt er hier, dann wird der Spätregen kommen. Und genau darauf warten wir. Wir wollen, dass der Spätregen kommt. Es ist ein wunderschönes Zeichen. Also die Ehe, sie dient der Heiligung und ist ein perfektes Zeichen für die Vereinigung zwischen dem Menschen und Christus. Und überleg mal, welche schöne Zeichen er benutzt hat. Die Vereinigung von Mann und Frau, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen. Das verwendet Paulus hier oder Christus in der Bibel, das zeigt Gott uns, wie schön es sein soll, wenn wir zu dem Herrn kommen, wenn wir ins Gebet vor Christus kommen. Das ist was ganz Nahes, was ganz Intimes, was ganz Schönes. Und Gott sucht sich das Bild der Zusammenkunft von Mann und Frau dafür aus. Was ganz Schönes, was ganz Intimes, was ganz Persönliches. Das sucht er sich aus, um uns zu erklären, wie es ist, wenn wir zu ihm kommen. So soll es sein. Und in uns wächst dann etwas. Nun, jetzt haben wir geschaut, wo die Ehe herkommt, wofür die Ehe dient. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, wie die Ehe eigentlich funktioniert. Also wenn wir jetzt so eine Ehe haben, wie funktioniert die Ehe? Also wie läuft eine gute Ehe ab? Dazu schauen wir wieder Paulus an, der darüber einiges geschrieben hat. Und wir gehen diesmal in den Epheserbrief, Epheser 5. Und wir lesen die Verse 22 bis 24. Epheser 5, 22 bis 24. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Nun, hier heißt es, Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Nun, in wie vielen Dingen soll sich die Frau dem Mann unterordnen? Und Paulus sagt, in allem. Und tatsächlich, die Frau soll sich dem Mann in allen Dingen unterordnen. Natürlich gibt es hier eine Ausnahme, wenn der Mann die Frau in Sünde führen würde, dann soll die Frau natürlich nicht mitgehen, denn das Haupt des Mannes und damit auch das Haupt der Frau ist auch Christus und der Vater. Aber sie soll sich sozusagen sonst in allem gegen den Mann unterordnen. Es sei denn natürlich, der Mann führt sie in Sünde, dann soll sie es nicht tun, denn sie untersteht ja auch Christus und dem Vater. Aber wenn sonst in allen Dingen soll die Frau dem Mann untergeordnet sein. Was meint denn das? Nun, wir überlegen uns mal, wir stellen uns ein Ehepaar vor und dieses Ehepaar plant, ein Haus zu kaufen. Und die Frau sucht sich irgendwas aus und findet ein schönes Grundstück mit einem schönen Haus, perfekt für die Familie geeignet, perfekte Umgebung, genau das Haus, was sie gesucht hat. Der Mann guckt sich um und er findet auch das perfekte Grundstück, perfekte Haus, das perfekte Gebäude für die Familie, das die Familie braucht. Nun, die beiden treffen sich und die beiden sprechen miteinander und sagen, guck mal, ich habe das gefunden. Der Mann sagt, ich habe das gefunden. Und sie diskutieren, welches nun das Bessere ist, welches sie kaufen wollen. Die Frau möchte gern das kaufen, der Mann sagt, er möchte das kaufen. Nun, die Argumente werden auf den Tisch gelegt und man merkt, beide Häuser sind einfach perfekt. Die Frau will das, der Mann will das. Nun, welches Haus soll jetzt gekauft werden? Die beiden diskutieren und sie kommen einfach nicht überein, nicht auf den gleichen Nenner. Die Frau möchte das, der Mann möchte das. Welches Haus biblisch soll gekauft werden? Das Haus des Mannes. Also, er soll die Verantwortung tragen in der Familie. Die Frau soll sich ihm unterordnen. Also, wenn der Mann sagt, lass uns das kaufen, dann soll das Haus auch gekauft werden. Also, die Frau soll sich in solchen Fällen dem Mann unterordnen. Paulus sagt, in allen Dingen. Nun, jetzt wäre der Mann töricht, wenn er sagen würde, wir müssen alles das tun, was ich sage. Und ich höre gar nicht auf meine Frau. So ein Mann wäre ein Narr und sollte nebenbei auch nicht geheiratet werden. Denn die Frau ist dem Mann gegeben als Eser, als göttliche Hilfe. Nun, das ist was Großes, was Gott uns gegeben hat. Wenn der Herr dir eine Frau gegeben hat und wer eine Frau gefunden hat, der hat Gnade gefunden bei dem Herrn. Wenn du eine Frau gefunden hast, dann nimm ihre Hilfe an. Gott hat sie dir gegeben. Also hör auf sie. Frag sie, was ist richtig, was ist falsch. Du musst entscheiden als Mann. Aber Gott hat dir eine Hilfe gegeben. Also sollen wir da auch nachfragen. Nun lesen wir einmal den nächsten Vers, Epheser 5, Vers 25. Ja? Hier heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat,
ihr Männer liebt eure Frauen. Nun, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja interessant, also zum Glück bin ich ein Mann. Die Frauen sollen sich den Männern in allen Dingen unterordnen. Und uns Männern ist gesagt, wir sollen unsere Frauen lieben. Eine Frau zu lieben fällt mir nicht so schwer. Aber dann habe ich später, als ich das studiert habe, gemerkt, was das eigentlich bedeutet, was Paulus da sagt. Ihr Männer liebt eure Frauen wie? So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ja, wie sehr hat denn Christus die Gemeinde geliebt? Mehr als sein eigenes Leben. Er hat seine Gemeinde geliebt bis in den Tod. Jetzt wird zu den Männern gesagt, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das heißt, ich soll meine Frau mehr lieben als mein eigenes Leben. Also, wenn unserem Eheglück sozusagen meine Hobbys, mein Beruf, meine Freunde, meine Dinge im Weg stehen, was soll ich aufgeben? Meine Frau oder meine persönlichen Dinge? Ich soll meine Frau mehr lieben als mein eigenes Leben. Dann muss ich Dinge weglassen. Ich habe die Verantwortung für die Frau. Gott wird den Mann irgendwann fragen, wie ging es deiner Frau? Wie ging es den Kindern? Was hast du deiner Familie gut vorgestanden? Ich soll also darauf achten. Ich möchte dann sagen können, ja, meiner Frau ging es gut. Also, ich trage Verantwortung für sie. Also, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Das Bild soll ja stehen. Die Gemeinde ordnet sich Christus ja in allen Dingen unter, aber Christus liebt die Gemeinde mehr als sein eigenes Leben. Das soll in der Ehe genauso sein. Nun, wie stellen wir uns das vor? Wir gucken uns wieder ein Beispiel an. Also wir sagen, das gleiche Ehepaar, die gerade das Haus gekauft haben, und die möchten jetzt in den Urlaub fahren. Also die beiden diskutieren jetzt, und die Frau möchte gerne an den Strand, und der Mann möchte gerne in die Berge. Jetzt gibt es eine Debatte, und die Frau sagt, ich will aber wieder an den Strand, ich muss an den Strand, der Strand ist viel schöner, und der Mann sagt, ich möchte unbedingt in die Berge, und die beiden, die besprechen sich jetzt, und es kommt zum Streit. Tja, was soll man jetzt machen? Man könnte jetzt sagen, irgendwann, das kennen wir oft, der Mann sagt, ich habe keine Lust mehr zu diskutieren, wir fahren an den Strand. Und dann fahren die beiden an den Strand, sitzen da 2 Wochen, ganz traurig, weil sie natürlich im Streit dahin gefahren sind und den Urlaub gar nicht genießen können. Oder aber es kommt so, dass der Mann zu Hause sagt, ich bin das Haupt der Familie, ich habe gesagt, wir fahren in die Berge, also musst du mit. Und er zwingt sozusagen seine Frau mitzufahren. Dann fahren die beiden in die Berge und sitzen sie 2 Wochen auf dem Berg und haben keine schöne Zeit da, weil sie im Streit dahin gefahren sind. Also egal irgendwie, das kann nicht die richtige Lösung sein. Also was wäre wohl die biblische Art und Weise, das zu lösen? Nun, es wäre richtig biblisch, wenn sie das diskutieren und die Frau sagt, wir stellen uns die Szene mal vor, die Frau sagt zum Mann, du trägst die Verantwortung in der Familie und ich weiß, du kümmerst dich um uns. Also möchte ich mich dir unterordnen, ich möchte also, dass es dir gut geht. Lass uns in die Berge fahren. Was wird der Mann wahrscheinlich machen, wenn die Frau sich ihm so unterordnet und sagt, ich möchte, dass es dir gut geht, ich möchte dir helfen, lass uns in die Berge fahren. Der Mann wird höchstwahrscheinlich ins Reisebüro gehen und Strand buchen. Warum macht der Mann das? Rational würde man noch sagen, eigentlich, er wollte in die Berge, die Frau hat sich ihm untergeordnet, eigentlich müsste er doch jetzt Berge buchen, aber der Mann normalerweise bucht dann mehr. Man fragt, warum? Nun, das ist ein biblisches Prinzip. Wir wissen doch, derjenige, der euer Höchster sein will, soll sich allen unterordnen. Nun, wenn die Frau sich dem Mann unterordnet in diesen Dingen, dann wird der Mann sie auf Händen tragen. Männer lieben das zu tun. Männer lieben es, ihre Prinzessin auf Händen zu tragen. Wenn sich eine Frau dem Mann unterordnet, dann wird der Mann versuchen, sie auf Händen zu tragen. Das ist ein biblisches Prinzip, das kennen wir schon von Christus. Also, Christus ordnete sich in allen Dingen unter. Und was hat Gott gemacht? Gott hat ihm einen Namen gegeben, höher als alle anderen Namen. Wir finden in der ganzen Bibel Beispiele für sowas. Also, wer sich unterordnet, wird erhöht werden. Nun, die Frau soll sich dem Mann unterordnen und der Mann wird sie erhöhen. Und darin sehen wir das Bild von Christus und der Gemeinde. Das ist ein wunderschönes Bild der Ehe. Und die Männer lieben das und die Frauen lieben das. Kurioserweise, ich habe mit Ehepaaren gesprochen, bei denen das nicht so ist, wo es sozusagen in der Familie nicht ganz so glimpflich ablief und der Mann sich zum Beispiel zurückgezogen hat, indem der Mann hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen, die Familie zu führen. Führte dazu, dass diese Stelle vakant war und die Frau gesagt hat, muss ich das eben machen. Und die Frau hat dann angefangen, die Familie zu führen. Nun, wenn ich mit diesen Ehepaaren spreche, und das habe ich mehrmals gemacht, und ich frage den Mann, wie geht's dir denn in dieser Beziehung? Der Mann sagt, ich habe zu Hause nichts zu sagen. Wir machen eh, was meine Frau will. Und irgendwie, ich möchte auch gar nicht diskutieren. Habe ich die Frau gefragt, wie glücklich bist du denn in dieser Ehe? Und sie sagt, was soll ich machen? Ich habe einen Mann und 3 Kinder, aber eigentlich habe ich 4 Kinder. Ich muss die ganze Familie managen, ich muss alle führen. Ich, ich,
mache alles und mein Mann, der tut irgendwie nichts. Ich würde mir so sehr wünschen, dass mein Mann mal die Initiative ergreift und irgendwas was macht. Und dann frage ich so diese Ehepaare und merke, weder der Mann ist glücklich, noch die Frau ist glücklich. Ich gebe ihnen immer den Tipp und sage, also, du musst deinem Mann helfen, die Verantwortung zu tragen. Vielleicht hat dein Mann das nie wirklich gelernt, war vielleicht noch gar nicht fähig zu heiraten, weil er keine Verantwortung tragen konnte. Also hilf deinem Mann, die Verantwortung zu tragen und trag sie nicht selbst. Ordne deinen Mann unter und begleite ihn Stück für Stück, bis er in der Lage ist, das zu tun. Dann bist du glücklich und dein Mann ist glücklich. Viele Dinge kann die Frau viel besser als der Mann. Und es ist gut, wenn sie ihn dann darin unterstützt, wenn sie da nicht gegeneinander arbeiten oder die Frau herrisch ist. Männer finden das ganz furchtbar, wenn eine Frau herrisch ist und sagt, wir machen jetzt das und wir machen das und der Mann muss mit. Andererseits, Frauen mögen das gerne, wenn der Mann eine klare Richtung hat und sagt, wir tun das so und so und die Frau kann sich darauf verlassen, kann sich daran hängen. Gott hat bewusst die Gehirne von Männern und Frauen unterschiedlich gemacht und beides zusammen soll ein Segen sein. Nun, wenn wir es biblisch leben, die Beziehung, dann sieht man darin deutlich Christus und die Gemeinde und beide sind glücklich in dieser Beziehung. Nun, wir lesen noch mal ein paar Bibeltexte. Wir gehen mal in 1. Mose 3, Vers 16. 1. Mose 3, Vers 16, hier heißt es, und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Nun, hier in diesem Text heißt es, dass der Mann über die Frau herrschen soll. Und dieser Text, der wurde ab und zu in der Vergangenheit auch missbraucht, dass Männer gesagt haben, schau mal, ich bin der Herrscher hier zu Hause, ich herrsche, wie es mir passt. Nun, was ist damit gemeint, mit herrschen? Also meint es, die Männer sollen die Frauen tyrannisieren, sie unterdrücken, sie knechten, sie ausnutzen und ausbeuten? Wahrscheinlich meint es das nicht, wäre komisch. Konnten Adam und Eva das irgendwie wissen, was das bedeutet, dass es heißt, ein Mann soll über dich herrschen? Nun, wahrscheinlich konnten sie es, denn zu ihnen wurde vorher schon mal so etwas Ähnliches gesagt. Wir gehen dazu mal in 1. Mose 1 und lesen Vers 28. Hier heißt es, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Nun hier heißt es, der Mensch soll über die Dinge herrschen. Nun, herrschen, was meinte das? Meinte Gott, als er sagte, ihr sollt über den Planeten hier herrschen, meinte er, tyrannisiert den Planeten, beutet ihn aus, unterjocht ihn. Wollte Gott das sagen? Nein, das wollte er bestimmt nicht sagen. Was meinte Gott, als er sagte, herrscht über den Planeten? Nun, er meinte, pflegt den Planeten, beschützt den Planeten, bewahrt den Planeten, kümmert euch drum. Das hatte Gott gesagt. Konnten Adam und Eva das wissen? Gab es vor ihnen schon irgendeinen anderen Herrscher, an dem sie ein Beispiel hätten nehmen können? Oh ja, den gab es, Gott. Gott war der Herrscher des ganzen Universums. Und sie konnten sehen, was Herrschen meint. Herrschen meint genau das, was Gott tut. Er kümmert sich um das Weltall, er pflegt es, er bewahrt es, er beschützt es. Genau das meint Herrschen. Nun, Adam und Eva sollten nun herrschen über den Planeten. Also ihn bewahren, ihn beschützen, sich um ihn kümmern. Später wird gesagt, der Mann soll über die Frau herrschen. Was soll der Mann tun? Die Frau unterjochen? Nein. Er soll sie beschützen, er soll sich um sie kümmern, er soll sich um sie sorgen. Der Mann soll also, er kriegt die Verantwortung in der Familie und soll darauf Acht geben, dass seine Kinder, seine Frau, dass sie beschützt sind, dass sie bewahrt sind, dass sie alles haben, was sie brauchen. Das ist seine Verantwortung. Die Verantwortung des Mannes ist es, seiner Familie in rechter Weise vorzustehen und darauf zu achten, dass die so ein Kreis gegeben ist, so ein Umfeld. Da wird der Mann gefragt werden, hast du das getan? Ging es deiner Frau gut? Ging es deinen Kindern gut? Und das ist die biblische Idee von Ehe, von miteinander umgehen, auch von dem Unterordnen der Frau. Das ist eigentlich ein Segen. Wenn Paulus sagt, die Frau soll ein Kopftuch tragen, dann ist das falsch ausgelegt. Paulus sagt, die Frau soll eine Macht auf dem Haupt haben und er begründet ja ganz am Anfang 1. Korinther 11, sie soll einen Mann über sich haben. Das ist genau die Reihenfolge, die Paulus da aufzählt. Und wenn es so gelebt wird, können wir darin Christus und die Gemeinde sehen und die Ehe wird ein Riesensegen, weil Christus in der Mitte ist und jeder sieht in unserer Ehe das Evangelium und wir selbst auch. Wir selbst sehen es in unserer Ehe und werden durch unseren Partner gestärkt. In dem Mann sieht man Christus, in der Frau sieht man die Gemeinde. Und man soll sich verhalten als Mann wie Christus der Gemeinde gegenüber und als Frau wie die Gemeinde Christus gegenüber. Und darin werden wir erkennen, wie Gott
sein Evangelium in uns umsetzt. Und es ist was Besonderes, die Ehe heute so zu leben. Heute wissen wir, dass über 60% der Ehen in vielen europäischen Ländern bereits geschieden werden. Belgien ist momentan Spitzenreiter mit weit über 60% Scheidungsrate. Viele Beziehungen werden gar nicht mehr verehelicht. Also es gibt gar keine Hochzeit mehr. Man lebt einfach zusammen. Das ist unsere heutige Zeit. Ich las einmal einen Gemeindebrief von 1910. Das war damals aus den USA einer. Und da schrieb ein Pastor und sagte, heute werden bereits 5% der Ehen geschieden. In einigen Staaten fast 10%. Das Ende muss sehr nah sein. Also er hat gesagt, Sodom und Gomorra, 5% Ehescheidung, das ist der Horror. Die Ehen funktionieren nicht mehr. Wie kann denn das sein? Aber heute, wenn wir heute uns umblicken, wir sind über 50-60% Ehescheidungsraten in Europa. Was ist schiefgelaufen? Warum kennen wir die Ehe nicht mehr? Nun, was ist so kaputt gegangen in den letzten Jahren, dass diese Scheidungsraten im letzten Jahrzehnten so hoch schoss? Nun, es gab eigentlich mehrere Bewegungen in den letzten Jahrzehnten. Also zum einen, das war die große Bewegung in den 50er Jahren, die Feministenbewegung, wo es hieß, die Rolle von Mann und Frau soll nicht mehr getrennt sein, Männer und Frauen soll gleich sein. Wobei dabei nicht versucht wurde, die Männer zu Frauen zu machen, sondern die Frauen sozusagen zu Männern zu machen. Und es hieß, sie müssen alles Selbstverantwortung tragen, Selbstleitungsfunktion, also Selbstführung in der Familie haben und so weiter. Nun, das war damals in den 50er Jahren und es klang ja ganz nett, was da vorgehabt wurde, die Idee, aber es war nicht das biblische Prinzip. Führte dazu, dass die Rollen von Mann und Frau sozusagen aufgelöst wurden und damit die Ehen nicht mehr ganz so glücklich waren. Das Bild der Ehe war nicht mehr klar. Die Scheidungsraten gingen hoch. Danach, die nächste große Bewegung kam so in den 60ern, Mitte der 60er, Ende der 60er Jahren. Das war die sogenannte Flower Power Bewegung, also diese Hippie-Bewegung. Kommune 68, freie Liebe, mehrere Partner. Also da wurde nicht nur die Rollenverteilung jetzt aufgehoben, sondern jetzt wurde sozusagen die Ehe aufgeweicht. Also man konnte jetzt auch sozusagen eine offene Ehe führen. Man konnte miteinander zusammenleben, man konnte schon außerehelichen Sex haben, man konnte vielleicht wechselnde Partner haben. Aber es gab kuriose Dinge, kuriose Züge in dieser Zeit. Führte dazu, dass die Ehe völlig aufgeweicht wurde. Es gab sie nicht mehr so als festen Rückzugsort zu Hause, Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Es wurde alles viel offener gehandhabt. Dieses Heilige verschwand. Und dann die letzte große Bewegung, sozusagen, in der wir heute auch sind, ist diese Gender-Bewegung. Nun, Gender macht viele Dinge sehr kaputt. Gender zum Beispiel löst nicht nur die Rollen auf, sondern sogar die Geschlechter. Also man kann sogar Mann mit Mann kann sich verheiraten oder Frau mit Frau. Es werden viele Dinge aufgeweicht. Es ist nicht mehr klar, wer was ist. Es gibt mittlerweile in Deutschland anerkannte 60 verschiedene Geschlechter. Also alles wird aufgelöst. Und es macht diese Rollenverteilung total kaputt. Auch die Kinder haben kein richtiges Zuhause mehr. Also, denn sie können zwei Mamis haben, sie können zwei Papas haben. Patchwork, alles durcheinander. Also die Ehe als so ein sicherer Raum, in dem Kinder aufwachsen, existiert so nicht mehr. Viele Dinge sind zerstört worden in den letzten Jahrzehnten. Deswegen gingen die Scheidungsraten auch so hoch, weil das Bild nicht mehr klar war. Nun, da leben wir heute und wir sehen, es wird nicht besser, es wird immer schlechter. Wir führen immer neue Dinge ein, sagen, wir müssen es so halten, wir müssen das so machen, das ist vielleicht noch besser und das ist ein Segen. Aber wenn wir die Geschichte verfolgen, merken wir, dass die Scheidungsraten erst in den letzten Jahren so boomen. Genau als diese Dinge umgesetzt worden sind. Und es wird noch schlimmer. Wir sind da mittendrin. Dieses Gender greift immer noch um sich. Und ich glaube, es ist heute an der Zeit, dass wir den Menschen heute wieder zeigen, was Gott eigentlich mit einer Ehe meinte. Also wie leben wir eigentlich eine Ehe wirklich? Gott hat geschrieben in seinem Wort, wie eine Ehe aussehen soll. Und ich glaube, wenn wir das leben, dann wird unsere Ehe ein Segen. Und ich glaube nicht nur für uns, für unsere Beziehung, sondern auch für die Menschen drumherum, die es sehen. Denn eine Stadt, die auf einem Berge ist, kann nicht verborgen bleiben. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Christus. Wenn ihr diese Ehe lebt, wenn Menschen, die eure Ehe sehen, euer Glück darin sehen, eure Zufriedenheit, eure Freude und eure Liebe zueinander. Und das wird ein großes Zeugnis sein. Die Menschen werden nicht nur sehen, dass ihr glücklich seid, sondern sie werden in eurer Beziehung vor allem auch Christus sehen. Die Beziehung von Christus zur Gemeinde. Ihr seid also dann ein lebendes, wandelndes Evangelium. Und das wünsche ich mir nicht nur für jede einzelne Familie zu Hause, sondern vor allem für unsere ganzen Gemeinden. Dass in unseren Gemeinden ein klares Verständnis ist von der Ehe, wie Gott sie gegeben hat, warum Gott sie gegeben hat und wofür sie dienen soll. Und das müssen wir vor allem unseren Jugendlichen erklären, die heute so verwirrt werden von so vielen komischen Dingen, die in der Welt sind. Die Ehe ist etwas Heiliges von Gott gegeben und sollte nicht missbraucht oder zerstört werden.
Der Mann soll der Frau ein Segen sein, die Frau soll dem Mann ein Segen sein und beide sollen ein Segen für ihre Kinder sein. Und wenn diese kleine Zelle gut läuft, dann sind sie auch ein Segen für die Gemeinde. Und wenn es viele solche kleinen Ehezellen sozusagen in der Gemeinde gibt, dann ist die Gemeinde sehr, sehr stark. Und ein klares Bild und hat ein klares Zeugnis für diese Welt. Und gerade heute ist diese Botschaft so wichtig, wichtiger denn je, dass wir der Menschheit wieder zeigen, was die Ehe eigentlich ist. Denn sie kommt von Gott. Das heißt, wir können den Menschen das zeigen. Wir sollen den Menschen zeigen, was göttlich ist. Wir sollen den Menschen zeigen, dass Gott sie liebt. Die Liebe Gottes in der Ehe können wir veranschaulichen. Das ist unser Zeugnis an die Welt, gerade heute, mehr denn je. Wenn die Welt aussieht wie Sodom und Gomorra, dann werden solche Ehen hervorleuchten wie Sterne in der Nacht. Und ich wünsche mir, dass wir das können. Möge der Herr euch darin segnen, dass wir alle gemeinsam dieses Zeugnis in den letzten Tagen geben können. Es wäre schön, wenn wir gemeinsam noch mit einem Gebet abschließen. Lass uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar dafür, dass du uns die Ehe gegeben hast und dass wir in dieser Ehe ein klares Bild sehen können von dir und von der Gemeinde. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du unsere Ehen segnest, damit wir ein Zeugnis sein können in dieser Welt. Bitte, Herr, hilf uns, dass wir deinen Namen ehren durch das Leben, das wir führen in unseren Beziehungen. Und Herr, bitte mach doch, gib uns doch die Gnade und die Kraft, dass das, was wir hier auf Erden leben, ein Zeugnis ist für viele andere, die uns sehen. Und gerade heute, wo die Welt so verwirrt ist und wo alles durcheinander ist, wo die Rolle von Mann und Frau unklar geworden ist, gerade da möchten wir dich bitten, Herr, dass wir ein Zeugnis sein dürfen und es in rechter Weise vorleben können. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir dieses Thema gemeinsam behandeln durften. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, gerade für unsere heutige Zeit. Und ich glaube, dass wir ein Vorbild sein dürfen für viele Menschen auf der Welt durch unsere Ehen. Und lasst uns dieses Thema auch unseren Jugendlichen und auch an unsere Kinder weitergeben, dass sie schon zu Hause bei uns eine richtige, gut geführte, ehrliche und liebevolle Ehe sehen, damit auch sie später so eine Ehe leben können. Möge der Herr uns darin segnen und uns darin helfen.